So, Marcolan spielt wieder, nachdem Matalan die ganzen bösen Banditen getötet hat. Ja. Mir nachsagt irgendjemand, wer eben. Es war glaube ich, Gerhard. Gerhard. Was ist mit ihm? Warum? Ausgedutscht. Gut. Ich hoffe bloß, dass sich das hier noch lohnt. Also, können wir uns auf die Lieferungen verlassen? Für wen hältst du mich? Habe ich euch nicht mein Wort gegeben? Aber ich würde an eurer Stelle Wachen anheuern. Bei Hacker kann man nie wissen. Habt ihr Männer für uns? Kann ich das fragen? Ja. Kannst du uns Schutz bieten? Ein paar von Hackers Scheißern sind entkommen. Der Bastard weiß sicher schon alles. Ich kann keine Männer entbehren und nicht für eure Sicherheit garantieren. Ihr solltet eine Weile untertauchen. Scheiße. Danke, Blechbursche. Irgendwann einigen sich die Bosse. Dann habt ihr Ruhe. Ihr müsst nur bis dahin überleben. War jetzt nicht so ideal, aber was hätten wir machen sollen? Was jetzt? Wir plaudern und dein Partner ist auf und davon. Verdammt. Hey, warte! Viel Glück! Er hätte wohl doch lieber bei seinen Hattori, Knödeln warte. Warten, bleiben sollen. Lauf ihm mal hinterher. Ja gut, aber er hat uns ja gebeten zu helfen. Ja, ne? Wir haben ihn ja jetzt nicht überredet oder so. Er soll uns unser Schwert geben. War mal so saublau, dass mir andere Seite vom Gebäude. Ach so, ganz ja. Da, wo das blaue Schleifstein Symbol ist. Klopfen. Kloppen. Hattori, bist du da drin? Mach auf! Oh nein! Lass mich in Ruhe! Sei nicht albern, lass mich rein. Nein, niemals! Ich bleib bis mir den Werne hier drin. Ey, erst da irgendwie einen Deal aushandeln wollen mit denen und jetzt einen auf Schwanzklemme machen. Was ist? Ein Keks. Oh, der Keks wird hypnotisiert. Vergib mir, Geralt, aber das war ein Fehler. Mit Banditen verhandeln, Abmachungen treffen. Zu spät. Der Bettlerkönig besorgt dir Rohstoffe und dann? Du wirst ihn bezahlen müssen. Was habe ich getan? Geralt, du musst mir helfen. Muss ich nicht. Ich bin ein Hexer, keine Leibwache. Genau. Du musst mir eine Leibwache besorgen. Geralt, ich bitte dich. Die bringen mich um. Steck dich in eine von deinen Rüstungen und los geht's. Ja, ne? Ja, frag ihn mal. Hast du jemand Bestimmten im Sinn? Es gibt da einen Söldner, Sucrus, der auf dem Stör trinkt. Ein alter Pirat, ein Skelliger. Hat mal für mich gearbeitet. Riesig wie eine Eiche. Würde sich vor einem Dutzend Hackern nicht fürchten. Kannst du nicht selber mit ihm reden? Wir sind nicht sehr harmonisch auseinandergegangen. Will sagen, er wollte einen Bonus und ich... Du hast keinen rausgerückt. Na toll. Und jetzt? Soll ich deine Schulden zahlen? Du findest bestimmt eine Möglichkeit, ihn umzustimmen. Geralt, bitte lass mich nicht so hängen. Wir wollten auch nur das Schwert reparieren. Und wir sind immer noch in der Quest von Level 24. Ganz ruhig. Dann stinkst aber. Baum. Boah. Ich will echt nicht wissen, wie viel Kohle die in dieses Spiel gesteckt haben. Nee, ne? Vor allen Dingen, das ist ja jetzt dann so der neue Standard, ne? So von wegen, wie das Spiel hat nicht 300 Stunden Spielzeit, ne, dann kaufe ich das nicht für 50 Euro. Auch nicht für 20. Für 5 vielleicht. Ich sollte wohl eingreifen. Aber 5 sind ein bisschen viel. Was zum Henker machst du denn? Unser Gespräch war noch nicht beendet. Das Gespräch. Nennst du ein Gespräch? Geht dich einen Scheißdreck an. Brauchst du eins aufs Maul oder wie?
Was jetzt, du Stein? Er ist Level 25. Also, und das ist jetzt ein Faustkampf. Wobei. Level 25er besiege ich auch mit den Fäusten. Sieht ganz gut aus. Wenn er dich einmal trifft, bist du bestimmt tot. Verdammt. Nee, doch nicht. So. Leg dich nicht mit Geralt. Tut mir leid, du wolltest es so. Ich bin Geralt. Sucrose. Gut gemacht, Kumpel. Jetzt haben wir seinen Respekt. Ein Bierchen zur Beruhigung? Komm, wir reden drin. Oh ja, ein Bierchen hätte ich jetzt auch gerne. Im Bierchen reden wir. Im Bierfass. Wir gehen jetzt in das Bierfass rein. Warum haben wir kein Bier? Kann welches holen gehen? Was bringt dich her, Geralt? Du und der Händler, was war da los? Ach, warum meine Schwester diesen verwarzten Widerling geheiratet hat, will mir nicht in den Schädel. Das war dein Schwager? Schweinehund wohl eher. War zuerst scheißfreundlich. Skellige Maid, wir brauchen Fässer, das wird uns reich machen. Ich hab mich drauf eingelassen. Und dann kommt er plötzlich mit unvorhersehbaren Lagerkosten, Netto- und Bruttobilanzen und was weiß ich noch allem. Man sollte Geschäft und Familie auseinanderhalten. Du sagst es, Kollege. Das sage ich auch immer. Wenn es mir zum Vorteil gereicht. Ja, ne? Oh, komm, nicht die Kinder verkaufen. Man sollte Geschäft und Familie auseinanderhalten. Ich suche eine Leibwache. Interessiert? Warum nicht, wenn es was zu verdienen gibt? Naja, noch nicht. Dann soll das ein Tauschhandel werden. Gefallen gegen Gefallen? Oh, noch eine Quest. Ich bring dich um, Hattori. Ja, schätze schon. Woran dachtest du? Mein Schwager schuldet mir Geld. Hol es zurück, dann können wir reden. Ach, verdammt. Na gut, wo finde ich ihn? Bei den Docks in der Nähe. Weißt du was? Das Geld ist mir egal. Wenn du es nicht wiederkriegst, stört's mich nicht. Was soll ich dann machen? Seinen Medvorrat zerstören. Den habe ich von Arn Skellig mitgebracht. Ist denn das vernünftig? Nein, aber gerecht. Nun. Ja, also ich weiß ja nicht. Speicher mal. Ja. Achso. Du hast dich von deinem eigenen Kabel erschrocken. Ja. Ist das gerade wirklich passiert, Mata? Ja. Da sind Gegner draußen. Ich weiß, deshalb wollte ich speichern. Deshalb habe ich gespeichert. Ach so, so. Wir sind gleich auch so, so. Ja. Mit der fröhlichen Windmusik liegen wir in unserem eigenen Blut gleich. Ach, kein Becher schmeckt besser als der Erdbeer. Da hängt ein Teppich. Den Geschmack verbessert. Er hängt überall. Tja. Ja, es gibt halt keinen Ausgang. Leider ist die Gaststätte noch nicht ganz fertig. Ach, die sind dahinter. Ja, dann ist doch gut. Nee, später. Später. Ich zahl mein GZ später. Ich schlag dir die Fresse ein. Brauchst du etwas, Meister? Hallo, ich bin der Schuldeneintreiber von Herrn Sucrose. Ich soll... Herrn? Meinst wohl des Wildschweins? Mit Bauern und Analphabeten habe ich nichts zu tun. Hat er den nicht eben zusammengeschlagen? Sag ihm, ich bezahle ihn, sobald auf skellige Palmen wachsen. Es wachsen Palmen auf skellige. Yay! Jetzt zahl schon. Ist ja ein Ding. Natürlich bezahle ich Sucrose. Ist auch eine Bürgschaft in Ordnung? Einzulösen bei der Vivaldi Bank, ja? Bin schon unterwegs. Wie er guckt, die selbstzufrieden. Wie er grinst. Kannst nicht speichern. Boah. Ich kann. Dieser rote Totenkopf da, der schüchtert mich total ein die ganze Zeit. Ich hab schon Schweißausbrüche, nur weil der da ist. Da sind Gegner. Ja, ich weiß. Cool.
Kannst du nicht einfach vor denen weglaufen? Ja, das mache ich die ganze Zeit. So sieht es aus, wenn man eine Level 24 Quest mit Level 1 macht. Level 1. Wir sind immerhin schon 14. Sagte ich auch vor dem Alkoholfach. Wir müssen übrigens noch über das Gwent Spiel reden, das bald rauskommt. Okay. Ich finde, dazu müssen wir irgendwas machen. Eigentlich schon, ne? Vielleicht Zuschauerturniere oder so. Da muss ich mir aber mal angucken, wie man so ein Turnier macht. Und es gibt keine Belohnung. Nein. Date. Okay. Hallo. Ei, ei, Geralt. Wie geht's denn so? Jo, ich hab mich darum gekümmert. Draußen der Händler Leute will dir eine Bürgschaft der Vivaldi-Bank geben. Tatsächlich? Gut gemacht, Mann. Wen soll ich umhauen? Du sollst nur jemanden im Auge behalten. Dieser Schwertschmied. Offenbar kennt ihr euch. Eiper Hattori? Der Elf? Der hat mal versucht, mich bei Äxten zu bescheißen, der Sack. Du arbeitest für ihn? Scheiße. Könnte man sagen. Wir versuchen, das Schwertschmiedemonopol in Novigrad aufzubrechen. Oh, ein edler Zweck. Tja, wenn du für ihn einstehst, warum nicht? Ich hole ein paar Jungs, dann können wir los. Ach, er hat noch mehr Leute, okay. Wollte gerade einwenden, dass er alleine gegen diese axtschwingenden Zwerge auch nichts ausrichten kann. Du musst erst, es müssen erst alle Belohnungen durchgetickt sein, dann kannst du speichern. Okay. Das nervt mich total. Jetzt läufst du mit diesen Typen im Schlepptau zu dem Hattori zurück. Wie lustig ist das denn? So läuft das, Hattori. Du hättest auch mal mein Level sehen können und sagen können, nein, mit dem Level machst du das nicht für mich. Zeigst du immer noch ein Mutter. Musst du kurz Halt machen und mit der Uwe sprechen. Warum sind die denn jetzt alle feindlich? Da ploppen immer mehr von denen auf. Suchst du was? Du kommst wie Pirat. Warum steht da? Egal. Was? Ja, seine Leute halt. Achso, die sind schon da. Okay. Ich dachte schon, wir sind zu spät. Grüß dich, Hattori. Sukrus hat dich schon gefunden, wie ich sehe. Seid ihr euch einig geworden? Ja, Geralt. Ich musste ihm ein paar Äxte zu Großhandelspreisen lassen, aber das habe ich gerne gemacht. Danke. Nimmst du endlich wieder Schwertbestellungen entgegen? Leider nicht. Mir fehlen ein paar Rohstoffe. Lass mich raten. Auf die hat Ernst van Horn auch ein Monopol. Genau. Er hat sie billig Schwertschmieden abgekauft, die aus dem Geschäft ausgestiegen sind. Jetzt hortet er sie wie ein Eichhörnchen. Aber wenn du... Nein, damit wärst du nie einverstanden. Richtig. Womit einverstanden? Ich weiß zufällig, wo van Horn seinen Schatz hortet. Es ist mehr, als er selbst je verbrauchen könnte. Wir könnten etwas leihen. Nein. In was verwickelst du mich da? Leihen? Stehlen wohl eher. Es ist kein Verbrechen, einen Dieb zu bestehlen. Nein? Doch. Was denn? Ausgleichende Gerechtigkeit? Wie habe ich mich da reinziehen lassen? Und warum? Ganz einfach. Wegen der besten Schwerter, die du je gesehen hast. Rüstungen, Triboke, Katapulte. Kann ich gleich mal mit dem Tribok in den Boden stampfen, Junge. Angenommen, ich bin einverstanden. Was ist dein Plan? Van Horn hat sein Lagerhaus bei den Docks. Die Rohstoffe, die ich brauche, sind sehr schwer. Sucrus soll seine Jungs mitnehmen. Und eins noch. Die Kisten, die ich brauche, riechen nach Ammoniak. Und du auch, ey. Jetzt geht's auch noch um Kisten. Weil Kisten ja so begehrenswert sind. Vor allen Dingen für Tomb Raider-Spieler. Folgendes. Hallo. Oh, Geralt. Wie steht's denn? Hattori hat einen Auftrag für uns. Super. Ich fing gerade an, mich zu langweilen. Wir sollen ein paar Kisten aus Ernst van Horns Lagerhaus leihen. Sie riechen nach Ammoniak. Klingt machbar. Ich weiß, wo van Horn seine Güter lagert. Ich werde mich mal mit den Jungs dort umsehen. Treffen wir uns beim Stör. Gut,
Wann? Wenn es dunkel ist, natürlich. Bis dann. Natürlich, wenn es dunkel ist. Wenn es dunkel ist. Dieses Spiel trollt uns gerade ziemlich. Ja, wir wollten nur unser Schwert reparieren. Je mehr ich trinke, desto schlauer werde ich. Er dich noch unter seinem Arm riechen lässt, sich dann verbeugt. Was willst du? Anstatt, dass du einfach an ihm vorbeigehst. Nein, es ging mir darum, ein Prinzip. Es musste die Luftlinie sein. Boah. Oh weia, oh weia, oh weia, oh weia, oh weia, oh weia. Und immer schreien alle. Das war doch jetzt Absicht. Ja. Du ja schon da schneller ist. War. Was ist der denn? Ist das hier Hase und Igel oder was? So, wir wissen jetzt das Wichtigste. Nur eine Wache beim Eingang. Es ist nicht dunkel. Um die kümmere ich mich. Dachte ich mir. Vielleicht gerade so. Meine Nase ist nicht die beste. Ich finde die richtigen Kisten nicht. Du musst sie mit Kreide markieren. Wir besorgen inzwischen einen Karren. Gut, und wenn ich fertig bin, was dann? Dann verlässt du das Lagerhaus und wir gehen rein. Der hat als Kind so viel am Kleber geschnüffelt. Deswegen kann er keinen Ammoniak mehr riechen. Wie wahnsinnig ist das eigentlich, was wir hier machen? Ich habe keine Ahnung. Ist dran vorbeigelaufen? Nee. Das ist der Typ. Was zur Hölle? Du bist es. Ich erkenne dich. Herr Zwerg, das ist der verlogene Dieb, von dem ich erzählt habe. Verfolgst du mich, du Halunke? So ein Schwachsinn. Ich kenne ihn. Das ist der Hexer Geralt. Wie geht's denn, Meister Hexer? Ein Hexer? Dann ergibt alles Sinn. Herr Zwerg, hör nicht auf ihn. Der Bastard verflucht uns sonst. Hast du den Kopf mit einem Troll getauscht? Ja, denn Sigrins Freunde sind auch meine Freunde. Jetzt schwirre ab, bevor ich die Beherrschung verliere. Sofort. Abracadabra, Hokus Pokus. Wie läuft's denn, Meister Hexer? Suchst du in Van Horns Lagerhaus was Bestimmtes? Sollen wir das wirklich machen? Ich meine, er war ja jetzt echt nett zu uns. Wir haben ja das Geld. Viele Grüße von Japen Zigri. Bei Rundurin, klau bloß nicht alles. Und schnell, greif zu, solange ich auf dem Klo bin. Hat er wenigstens auch noch was davon. Ist auch noch nicht in den Hafen eingelaufen. Wo sind die Handwerksrohstoffe? Muss richtig sein. Schneller. Links daneben war noch eine Kiste. Stinkt nach Ammoniak. Ich glaube, die sehen alle gleich aus, die Kisten. Da war noch eine. Direkt daneben! Die riecht aber nicht nach Ammoniak. Ach so, Entschuldigung. Habe ich nicht gerochen. Ich spiele ja nicht. Das wär's. Dann gebe ich mal Bescheid. Die Ammoniak-Kisten haben diesen roten Nebel. Ach, die stinken dort. Ich verstehe. Ja genau, immer eine gute Idee, Feuer anzuzünden bei Ammoniak, weil das ja nicht entzündlich ist. Oh oh. Hast du eine Ahnung, wessen Lagerhaus das ist, du Ziegenficker? Nein. Och, Geralt. Das ist der Typ, den Hattori erwähnt hat, der es mit Hacker treibt oder so ähnlich. Sucrus, was machst du hier? Mit dem Zauberer? Oh, ich verstehe. Das ist ein gigantischer Scherz von dir. Hat dich Hattori hergeschickt. Dieser beschissene Anderling wird noch bereuen, dass seine Mutter ihn nicht mit der Nabelschnur erwürgt hat. Aber zuerst werfen wir euch den Krabben vor. Hände weg von meinem Schwager. Wenn den einer verdrischt, dann ich, kapiert? Bruder, lass uns mit diesen scheiß Nordlingen den Boden aufwischen. Los, Geralt, auf sie! Ach, die kennen sich. Langsam, Sucrus. Lass uns reden. Ich muss meinen Schwager retten. Angriff! Oh. Vorsicht. Weg, weg, weg. Lass dich bloß nicht treffen. Wo ist die Quent-Taste? Da. Ja, genau. Oh Mann, ey, was haben wir da nur angerichtet? Das war's.
Die sind ein bisschen schneller als die Zwerge. Ja, ich weiß. Was haben wir getan? Was haben wir getan? Oh, weia. Wo sind die anderen? Kannst du die nicht wieder zu den anderen locken? Alleine haben wir gegen die keine Chance. Wo sind unsere Kumpels? Da. Die nehmen gerade den einen Typen auseinander. Okay. Ja, vermutlich sind die echt auf unserem Level. Wieso ist der eingeschüchtert? Er soll mitkämpfen, der hat kein Schwert. Warum hat er kein Schwert? Was ist hier los? Das ist irgendein Typ, der am Hafen stand. Ach so. Das ist keiner von unseren Leuten. Oh. Boah, scheiße. Mama. Schuckelhäschen. Diese Kämpfe sind sehr spannend irgendwie. Ja, Bonnie, du musst auch irgendwann mal zuhauen, sonst. So. Jetzt liegt er am Boden. Weg. Nein. Ich schlag dir die Fresse ein. Warum haben die denn da keine Polizei oder sowas? Mama, die sind alle böse. Die haben mir meinen Teddy geklaut. Warte, ich rechne das gerade aus. Ja, der ist böse. Der ist halbe schon. Alles gut. Hätte man das jetzt irgendwie anders lesen? Ich hab's versucht. Nee. Ich sag dir, am Ende ist das Schwert eh nicht für unser Level. Wir haben uns umsonst dadurch gequält. Und wahrscheinlich haben die Zuschauer das jetzt schon vor drei Folgen 100 Mal geschrieben. Und jetzt dann brech doch diese scheiß Quest ab. Genau. Ich hab keinen Bock mehr. Dann so, ich hab euch doch schon 10 Mal gesagt. Das hier ist kein Livestream. Oh. Aber die Leute, die sich so beschweren, dass wir nicht live auf die Sachen reagieren, die sie schreiben, gucken auch nicht die Livestreams. Nee. Mit diesem Kämpfer könnten wir ganz Nilfgaard erobern. Sucrus, vergib mir. Ich liebe dich wie einen Bruder, du räudiges Sackgesicht. Frieden? Klar, Frieden. Was bringt denn die Streiterei? Sehr gut gemacht. Welcher Drecker hat mich denn da getroffen? Ich will die Versöhnung nicht stören, aber was machen wir mit Van Horn? Wir bringen ihn nach Skellige, bevor er zu sich kommt. Er wird dir keinen Ärger mehr machen. Und vielleicht wagen wir ein neues Unternehmen? Aber zuerst müssen wir Hattori diese Kisten bringen. Stimmt. Ich sollte auch mal bei ihm vorbeischauen. Ja, vielleicht hat er ja jetzt eine Belohnung. Ja, wäre irgendwie schön, wenn es mal weitergeht. Aber er wird sowieso sagen, das ist mir alles nicht real genug. Ich mach wieder Knödel. Ja, aber ich fürchte, das werden wir trotzdem dann auch erst in der nächsten Folge erfahren. Ja, das kann noch. Ja, in der nächsten Folge. Tschüss. Ciao.